Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Stadt bzw. eine Region in Medieval 2 Total War moddet. Als allererstes gehen wir noch bei mir vorhandenen My Mod rein, dann auf Data, World, Maps, Base und als allererstes löschen wir die Map RWM. Diese wird bei jedem Start des Mods neu gemacht. So, als zweites gehen wir in Map Regions und ich werde mit GIMP 2 arbeiten. Man kann natürlich auch zum Beispiel mit Photoshop arbeiten. Ja, also starten wir erstmal. Oder Doppelklick auf Map Regions, dann öffnet sich bei mir GIMP mit dem entsprechenden Map. So, hier, das ist die Map. Und als allererstes zoomen wir mal hier ran. Ich nehme 800. Ich habe mir vorgenommen, wir werden mal Bremen modden. Oder, ja, neu reinmachen. Dazu nehmen wir ein Stift-Tool. Und auf die zweitniedrigste Stufe. Dann müssen wir noch eine Farbe. Ein RGB-Code. Habe ich mir schon mal ausgesucht. Dieser darf nur einmal vorhanden sein. Als Rot nehmen wir 206, als Grün nehmen wir 222 und als Blau nehmen wir 201. So. Dann zeichnen wir die jetzt hier einfach mal ein. Es muss genau exakt auf diese. Das sind hier Landmassen und dieses ganze Blaue ist Wasser und es darf nicht auf Wasser kommen. Als nächstes nehmen wir das Pipetten-Tool und suchen uns einen schwarzen Punkt raus. Das ist nämlich die Stadt. Und als Pinselgröße den kleinsten. Hier ungefähr liegt. Ich würde jetzt sagen, wir mal hier liegt Bremen. Und das gleiche machen wir jetzt nur mit diesen kleinen weißen Punkten. Das ist nämlich die Werft. So. Wenn wir das haben, wird das abgespeichert. Speichern. Aber wie man jetzt hier sieht, wir können es nicht abspeichern. Es ist noch schreibgeschützt, also müssen wir das noch mit dem entsprechenden Häkchen, das ist unter Rechtsklick auf Map Regions, Eigenschaften und hier ist das schreibgeschützt Häkchen bei Attributen. Das nehmen wir weg, übernehmen, okay, und dann haben wir dieses schon wieder getan. Datei, dann speichern wir es. So, jetzt haben wir die schon mal in der Map drin. Dann müssen wir noch die ganzen Skripts machen. Erstmal bei diesen. Machen wir schon mal unter Eigenschaften und Attributen der Schreibgeschütz weg. Wenn es da ist, gucke ich mal lieber nochmal rein. Und dieses ist für die Sound zuständig. Wir suchen uns jetzt, das soll jetzt zum Beispiel, das ist bei Nahenburg. Also gehen wir unter Bearbeiten, Suchen und suchen nach Hamburg. Dann suchen wir das. Oder klicken auf Weiterzoomen bzw. Enter. Und hier sehen wir gleich Hamburg. Wenn man jetzt nochmal, man könnte jetzt nochmal Enter drücken, passiert aber das, weil es diesen Eintrag nur einmal gibt. Wenn jetzt sagen wir mal zum Beispiel, sucht man Archer, später in anderen Verzeichnissen, kann das vorkommen, dass es mehrere Archer gibt. Und das klickt man dann mehrmals drauf, dann sieht man jeden Archer, der in diesem Verzeichnis ist. Beziehungsweise in dieser Datei. So, hier ist Hamburg. Und das gleiche wollen wir jetzt machen wir hier unten. Bremen. Untenstrich. Provinz. Somit haben wir jetzt. Okay. Ja, somit haben wir jetzt das in diese eingefügt. Jetzt nur noch normal speichern. Und jetzt kommen wir zu diesen. Zu Regions. Wir überprüfen wieder mal.
da Attribute sind. Nein, diesmal sind keine Attribute. So, suchen wir uns einfach mal ein. Suchen wir uns wieder Hamburg raus. Suchen. Hamburg. So. Das nehme ich hier schon mal mit German Rebels und HRE und sowas alles drin. Was wir benötigen. Diesen Eintrag kopieren wir uns. Kopieren. Scrollen ganz nach unten. Und fügen es unten wieder ein. Natürlich müssen wir natürlich das jetzt hier Bremen nennen. Bremen Provinz. Und Bremen als Name. HRE und HRE. Und hier geben wir unseren RGB-Code. Das war nochmal. Ah. Kann man das hier unten noch sehen dann? Ich hoffe. Bop, 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 bop. So. 206. 222. Oh. 201. Hier machen wir einfach mal nun hin. Für nichts. Und hier geben wir die Religion. Katholisch. Orthodox, Islam und so weiter und so weiter. Das lassen wir hier einfach, oder wir ändern hier mal auf 80, da auf 15. So, das muss immer 100 ergeben. Also 15 plus 5 ergibt 20, plus 80 ergibt 100. So, und diese speichern wir wieder. So, wenn wir das haben, kommen wir zu dem Campaign, Imperial Campaign und zu diesen. So, nun suchen wir uns mal wieder Hamburg raus. Oder noch besser, weil Hamburg ist ja eine große Burg. Wir wollen aber Bremen keine Burg zuordnen, sondern nur ein kleines Dörflein. So, oder Dorf. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal Faction. Oh, nehmen wir den hier. Sieht doch ganz gut aus. Oh. Moment. So, oh, jetzt bin ich mit der Zeit erforscht. Ich habe jetzt einen. So. Ah. So, das kopieren wir uns. Das waren ganz nach unten. Nein, sind wir noch nicht ganz unten. Wir müssen bis zu den Truppen. Oder komm? So, hier fangen die Truppen an. Wir machen unten zwei frei. Setzen den als, fügen wir ein. Hier kommt dann jetzt Bremen unten Strich Provinz rein. Genau gleich geschrieben. Hier können wir zum Beispiel wie hier noch Gebäude einfügen, auch das wollen wir nicht. Die Population, also wie viele Leute drin sind, machen wir jetzt mal 1000.